Moin Moin zu einer weiteren Ausgabe von den Testpiloten. Mein Name ist Enrico, ich bin heute dein Pilot auf dem Weg zum Wohlstand. Unser Thema heute ist die Anwendung, Excel-Anwendung von Cash Cockpit. Der Erfinder dieser Anwendung ist Nils Warnecke. Hallo Nils, vielen Dank nochmal, dass wir dein Programm auf Herz und Nieren testen dürfen. Und zwar geht es darum, deine Einnahmen und deine Ausgaben zu koordinieren. Zu koordinieren, zu optimieren, deine Einnahmen zu erhöhen, deine Ausgaben zu minimieren, um überhaupt erstmal zu sehen, vor allem zu sehen, wo fließt das ganze Geld hin? Wo ist das verdammte Geld? Ja, wo ist das hin? Das gibt's ja nicht, ne? Warum hat man am Ende des Monats so gut wie gar nichts oder gar nichts mehr übrig? Also folgendes. Wir kommen jetzt gleich zum Thema Cash Cockpit direkt zu dem Programm. Ich werde dir das alles ganz genau erklären. Nicht natürlich alles. Wir gehen nicht ins Detail, weil Nils hat da erstens mal ein super Programm. Kann ich jetzt schon mal sagen. Und er hat auch alles erklärt. Also er hat zu jedem kleinen bisschen von Cash Cockpit hat er ein Video gemacht. Also da bleiben keine Fragen offen. Sollten doch noch mal Fragen offen bleiben, dann hat er natürlich eine E-Mail-Adresse. Da kann man sich jederzeit hinwenden und da wird auf jeden Fall einem geholfen. So, kommen wir erstmal zur Cash Cockpit Testversion. Hier zeige ich euch jetzt erstmal die Funktion, die es nur in der Manager Pro Version, sprich in der Vollversion gibt. Und zwar sind es erstmal die Buttons. Sortieren, löschen, alles auf Anfang. Dann haben wir hier, wie auch bei der Vollversion, das Kleingedruckte, Haftung, Haftungsausschuss, Urheberrechte, das Übliche. Hier kann man nochmal Erinnerungsmails aktivieren. Da wird man zum jeden 28. Monat erinnert, dein Geld für den nächsten Monat zu planen. Kann man anmelden, ist kostenfrei. So, Seite Einnahmen. Hier kann man schon mal sehen, dass die Funktionen nicht vorhanden sind. Nur diese Funktion. Na, hier kann man auch sehen, ist nicht vorhanden. Man kann zwar draufdrücken, aber die ist nicht vorhanden. Gut. Weiter. Sieht man hier weiter, man sieht, die prozentualen Anteile ist nicht miteinander, ist nicht mit drinne. Und die Grafik hier ist auch nicht mit drin. Und diese Variante ist auch nicht mit drin. Weiter zu den Ausgaben. Hier kann man nochmal sehen, dass diese Statistiken nicht mit drin sind. Mein Monat sieht man auch. Manager Pro ist klar, ist nicht mit enthalten. Genauso die Varianten. Der Karriereplaner, den hat man hier noch mit drinne. Die Karriere-Lounge, Vollversion sichern und das Mindset auch Vollversion sichern. Also auch nur in der Vollversion mit drin. So, das dazu. Jetzt kommen wir zur Vollversion. Hier das gleiche Deckblatt, nur mit dem Unterschied, dass hier alles freigeschaltet ist. Wir haben hier die Einnahmen, die man eintragen kann. Nettogehalt. Bonuszahlen etc. Hier sieht man dann, wie sich das sofort ändert. Minijob.
100 und dann kann man das hier erstmal gleich sehen. Minijob 9%, Gehalt 91%. Ziele kann man auch eingeben, wenn man nicht 100 hat, sondern zum Beispiel 2000. Dann hat man hier die Einnahmen, die Ziele. Weiter geht's. Dann hat man hier nochmal unterteilt in 6 verschiedene Bereiche: die Geschenke, Kosten, Bildung, Sparen, Luxus und Investments. Die nochmal weiterhin unterteilt und die kann man dann die ganzen Sachen eingeben. Und dementsprechend ändert sich das. Sowohl hier als auch hier unten, als auch hier. Diese ganzen Sachen, die ich hier nur mal kurz euch zeige, werden noch mal extra in den ganzen Videos erklärt, das sehr ausführlich sogar. Und vor allem werden dann da auch noch bestimmte Tipps gegeben über das Sparen selber, was man machen kann, wie man es machen kann und so weiter. Also wirklich sehr informativ, deshalb sage ich nicht viel. Das könnt ihr euch in den Videos alles angucken. Da bleiben wirklich keine Fragen offen. Sollten Fragen offen bleiben, hat man immer auch die Möglichkeit, Nils nochmal direkt anzuschreiben über seine E-Mail. Und da muss ich sagen, aus Erfahrung, er hilft so schnell wie möglich. Also der ist wirklich fix hinterher. Das finde ich echt super. Also vom Support her, vom Support schon mal 5 von 5 Sterne, sage ich nur. Also echt top. Ja, hier kann man dann nochmal seine Rückzahlungen mit eingeben. Den Schuldenanteil, Rückzahlung Monat, alle Schulden. Sagen wir mal Kredit. Und so weiter. Hier sieht man noch mal, wie schön sich das hier alles ändert. Dann hat man noch den Monat an sich. Geldton minus Ausgaben ist gleich Guthaben. Ne? Mein Monat an sich. Alles sehr übersichtlich. Alles schön farblich gehalten, so dass man das auch alles gut erkennen kann. Hier ist noch mal der Cashflow pro Monat. Die Bereiche Kosten, Geschenke, Bildung etc. Hier hat man auch mal das Vermögen, die Girokonten, Sparkonten, kann man hier alles eingeben. Super Sache. Hier hat man nochmal den Dream Beach. Das ist die Kostenermittlung für 350 Tage Traumleben. Ja, auch sehr gut. Hängt natürlich alles zusammen mit den anderen Sachen. Ne? Aber hier hat man dann wirklich erstmal eine Auflistung über das ganze Jahr verteilt. Und das finde ich auch sehr, sehr gut. Und die Ausgabenziele hat man hier unten auch nochmal anhand einer Tabelle, denn kann man sich das dann auch nochmal anzeigen lassen. Also sehr schön gemacht. Und hier kann man dann noch sehen, wie sich das alles verändert. Ne? Genauso wie hier auch. Hat man hier die Einnahmen der nächsten 365 Tage, die man sich dann auch noch mal eintragen kann und dann veranschaulichen kann. Den Karriereplaner, kostenloser Lebenslauf, in 30 Sekunden Download und 10 Minuten fertig, auch super Sache. Dazu gibt es auch noch mal ein extra Video. Videos übrigens immer hier oben auf dem Pfeil. Hat man auf jeder Seite, wie hier zum Beispiel auch wieder. Hier hat man dann nochmal eine Karriere-Lounge. Hier überlegst du deinen Karriereweg, welche Einnahmen machst du in welchem Alter. Auch sehr schöne Idee, wie ich finde. Und das Mindset. Hier kann man jetzt nochmal auf Instagram folgen, Motivation, wichtige Themen. Alles nochmal extra zur Info, was man denn auch nochmal für sich verinnerlichen kann.
Auch sehr schöne Sache. Buchempfehlungen, Videos. Sehr gut gemacht, sehr inhaltlich, sehr gut. Von der Aufmachung auch sehr gut. Und er hat wirklich eine ganze Menge mit hier eingebracht an seinem Wissen schon alleine und an seiner Erfahrung. Da bleiben keine weiteren Wünsche offen. Hier, das kann man natürlich auch nochmal verändern, ne? Kann man sein eigenes reinschreiben. Das kann man dann soweit überall machen. Das ist auch kein Problem. Fernseher, Auto, kann man alles ändern, ne? Da kann man zum Beispiel sagen, weiß ich nicht, Plattenspieler. Ja, als Beispiel. Also, das Programm macht schon eine ganze Menge aus der Excel-Anwendung generell. Sehr gut, übersichtlich. Nicht zu beanstanden. So, kommen wir jetzt mal zum Fazit. Man kann, wie gesehen, eine ganze Menge machen. Man hat alles im Überblick. Es ist wirklich super. Ich habe auch schon mal versucht, mir eine Excel-Datei anzulegen mit meinen Einnahmen, Ausgaben, Investitionen und so weiter und so fort. Alles, was man im Cash-Cockpit auch drin hat. Nur hat mir das immer nie so richtig gefallen. Ja, irgendwas hat da gefehlt, ob es jetzt ein paar Sachen sind oder die Bedienbarkeit, ja, die Benutzerfreundlichkeit. Also ganz ehrlich, ich habe meine Excel-Dateien gelöscht und benutze jetzt nur noch Cash Cockpit, weil super, einmal frei. Daher von mir ganz klar 5 von 5 Sterne. Der Nils, der hat ein super Programm sich erarbeitet und ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Und die Testversion, beziehungsweise dieser Schnupperkurs, ne, das ist wirklich bloß, um erstmal zu sehen, okay, was ist das? Wie funktioniert das so ein bisschen? Wie sieht das so ein bisschen aus? Ne? Also, um jetzt wirklich komplette Übersicht zu behalten und wirklich schon mal vorauszuplanen, mit allem drum und dran, ist die Manager Pro Version definitiv ein Muss. Für jeden, der sich dafür wirklich interessiert, mehr Wohlstand zu erhalten, ist diese Anwendung wirklich super. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, macht's gut.